Let's go. Das Gute ist, die Folgen gehen jetzt immer ein bisschen länger, somit kann ich hier jetzt auch mal ein bisschen Zeit investieren. Und das Viech hier gefällt mir überhaupt nicht. Das ist kein armes Schwein. Das lebt noch. Aber es ist so cool. Oh mein Gott. Ich hoffe, seine Glatze wird jetzt nicht rasiert. Da ist nicht mehr viel zu rasieren. Dieses Kackviech, das ist jetzt unsere letzte, das letzte auf unserem Zettel für heute. Wir gehen da runter und machen Genozid an seiner Familie. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyber Psycho. Ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde. Callisto-Protokoll. Hier haben wir letzte Folge aufgehört. Und zwar genau hier tatsächlich. Ja, schaut noch mal in die letzte Aufnahme. Genau da haben wir aufgehört. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier diese Tür erstmal zu öffnen und hier reinzuschauen. Ja, es sieht aus wie ein Blutraum. Okay, er sagt schon Nummer 6. Also müssen wir hier rein. Dann gehe ich doch erstmal da hinten lang. Ja, so spontan kann man sich anders entscheiden. Obwohl ich sogar der Meinung war, ich habe mich richtig entschieden. Aber... ich will hier jetzt erstmal rein. Das Viech ist nämlich hier nicht mehr weg. Keine Ahnung, wo es... vielleicht ist es wieder da. Okay. Fällt mir gar nicht. Hier ist kein Kotzer, Schüssel. Hier war halt das Viech, ne? Okay, Inventar ist voll. Schau mal. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ob ich hier hin muss und ob das eine gute Idee ist. Alles, was ich weiß, das hier ist eine Option gewesen. Hier ist verschlossen, obwohl hier die Sicherung drin ist. Dann nehme ich jetzt erstmal die Sicherung. Komme ich jetzt nicht mehr durch die Tür? Ja, das dachte ich mir. Okay, und dann hier rein. Ich verstehe zwar nicht, was der Sinn dahinter ist, aber irgendwas wird es bringen. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwo wieder ein Lootraum ist. Money. Money. Und Credits. Money. Leben. Okay, das gefällt mir überhaupt nicht. Na, Kollegen, alles klar? Das Würmchen habe ich gesehen. Das Würmchen habe ich gesehen. Aber ich kann es nicht abschießen. Was war hier los? Das weiß ich nicht. Muss das Würmchen hin? Okay, hier ist sehr viel Loot. Alter, was geht hier ab? Schaut euch mal mein Inventar an. Hier, Muni, Muni, Muni und dich kann ich stürzen. Hier, sorry. So. Hat er gerade den Kopf geschüttelt? So nach Motto, nein, nein, nein. Ich hätte vielleicht das Ding noch nehmen sollen. Ich glaube, ich habe nicht volle Energie, aber... gefällt mir überhaupt nicht. Hier ist zu viel Muni. Ich glaube, es wird gleich spannend. Aha. Dr. Joe Monbell. Automatische Aufnahme Dr. Joe Moonbell. Popcorn. Okay. Was geht hier ab? Was ist hier passiert? Wichtigere Frage. Und wo zum Fick ist der Wurm hin? Versteckt er sich hier jetzt in der Kiste? Ich würde es ihm zutrauen. Nein, alles noch gut. Schön. Gesundheitsinjektor brauche ich nicht. Makellose Energiewaller, den würde ich gerne mitnehmen. Schauen wir mal, was habe ich denn hier noch, was ich nicht brauche? Okay. Ich will eigentlich nichts davon wirklich loswerden, denn alles kann ich irgendwie... komm, die Munition. Oder Gesundheit. Gesundheit kostet 100. Das kostet... kann ich halt auch nutzen, ne? Aber wir nehmen jetzt erstmal dich hier. Wir stürzen dich. Zur Not wüsste ich ja, dass hier Muni ist. Leben sind auf Max. Ja, und jetzt kommt hier wahrscheinlich gleich der Wurm. Ich kann dann auf die andere Seite wieder krabbeln. Aber nö, hier ist alles clear. Haben wir wirklich nur einen Lootraum und das war's. Hier wird jetzt irgendwo dann ein Gegner kommen. Das sehe ich doch. Die geben dir den Loot nicht für lau. Wir wissen jetzt aber, hier drin befindet sich Loot. Sollten wir also nochmal Muni brauchen und irgendwie die Möglichkeit bekommen, da nochmal reinzugehen, können wir da reingehen. Was ist denn da? Einfach nur, weil ich es kann.
Klar, man hätte jetzt natürlich nichts davon nutzen können und dann hätte es Sinn gemacht, diesen Loot zu haben. Ja, aber es macht ja auch Spaß. Und wir haben so viel Muni, jetzt können wir hier endlich mal auf die Kacke hauen. So, kommt her, ja. Blasnasen. Hast du mich gerade verfehlt? Ohne dass ich ausgewichen bin, hat er mich verfehlt. Ganz ehrlich, diese Viecher zu killen, lohnt sich eigentlich nur für... Ah, Muni. Jetzt verschwende ich extra mal Muni. Ich bin richtig verschwenderisch und dann kriege ich Muni. Ich, also, Ladies and Gentlemen, ich gebe mein Bestes. Ich gebe wirklich mein Bestes. Aber das Spiel hat meins gut mit mir gerade. Denkt sich, okay, gut, du bist schon 17 Mal verreckt. Wird Zeit, dass du auch mal ein bisschen Glück hast. So, also jetzt können wir endlich hier rein und ich glaube, dass hier... Der Raum ist mir zu groß. Hier hätte ich jetzt eigentlich einen Kampf erwartet. Eingang 21i. So sollte ich zur Kuppel kommen. Muss nur den Tank leeren. Muss nur den Tank leeren. Hier ist über... Option. Ah, ja. Option? Dann die Leiter hoch zur Zugangsluke. Munition. Elias, hast du es bald? Jawohl, bin gleich fertig. Ah, da hoch. Aber zuerst muss ich dieser Wache den Code erfahren. Okay, hol den Code von einem Wächter. Hier hätten wir nochmal Muni. Welche? Ich muss diesen Wärter suchen. Ja, ich bin gerade dabei. Hier ist er nicht. Gehen wir da mal an. Ah, das hier unten ist dieser Raum, da, den ich da gerade dort hinten gefunden habe wahrscheinlich. Gar nicht dramatisch. Okay, wir haben Maximum Revolver-Munition. Wir können auch hier kein Medikit mitnehmen, also, ja, let's go. Okay. Da ist eine Tür, hier ist eine Tür. Schauen wir mal, Tür Nummer 1. Gefällt mir nicht. Ich glaube, hier wird gleich ein Würmchen wieder auf mich warten. Oder irgendwas anderes. Das Ding hier hinten würde ich gerne wieder mitnehmen. Ja, sorry. Das Problem ist halt auch. Also, die Muni, ne? Die würde ungefähr genau gleich viel gelten. Wobei, die kostet 70. Ihr wisst gar nicht, wie weh das tut, diese Muni da liegen zu lassen. Weil ich glaube, die Muni könnte halt wirklich brisanter sein als der Energieumwandler, aber. Alles mitnehmen. Ah, never mind, ich kann gleich nochmal zurückgehen und alles holen. Finde ich super. Wir haben hier scheiß viel Loot und das ist gar nicht gut. Und das hat sich gereimt. Cool, oder? So, bupp. Und bupp. Und bupp. Und ach komm, den verkaufen wir jetzt auch. Einfach nur, damit wir jetzt wieder Inventarslots frei haben. Und holen jetzt mal den anderen Schiff. Wenn wir schon mal da sind. So, ich fühle mich hier wohl. Hier war ich schon mal drin. Was bedeutet, hier wird hoffentlich, glaube ich, denke ich, sollte keiner mehr sein. So, dich nehmen wir mit und dich nehmen wir mit. So, jetzt haben wir noch alles dabei. Und jetzt würde ich gerne eigentlich nochmal in den anderen Raum rüber und da den Loot mitnehmen, aber ich, ganz ehrlich, das ist jetzt auch... Also ich könnte für euch natürlich rauscutten, aber auch dann auf keine Lust. So, wir nehmen jetzt hier einfach alles mit, was da ist. So, bupp, bupp, bupp. Hier ist einfach Lucidi. Ah, ich dachte, ich könnte es ausschalten. Aber ich habe die falsche Taste gedrückt scheinbar. Hier hinten geht es sogar weiter. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt, du. Hä? Nein, 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 nein. Hör auf mit dem Scheiß. Nein, nein, nein. Hallo. Hier geht's noch? Ich war hier noch nicht... Hallo? Ich war hier noch nicht fertig mit Looten. Er will da einfach erstmal reingehen. Treffen Sie eine Auswahl. Ich brauche 1200 für das Schadensupgrade und 3600. Dann hole ich mir erstmal das andere Upgrade. Was kann ich verkaufen? Ja gut, die Muni, ja, hätte sogar mehr gekostet als der Energieumwandler. Gut zu wissen. Ja, Leben muss ich verkaufen, weil die Muni hier alleine reicht nicht. Verkaufe ich trotzdem nochmal. Ja, und dann holen wir uns hier nochmal das Schadensupgrade. Cool, ja. Oh, die Waffe sieht halt langsam echt cool aus. Und wenn die jetzt dann noch die Lenkraketen hat mit 4-3-6, das ist dann schon eine schöne Waffe. Also gut, ja, sieht trotzdem noch ein bisschen billig aus, aber theoretisch wird es eine schöne Waffe. Ja, sonst kann ich eigentlich nichts mehr, weil der Rest
Blocken verursacht Schaden bei angreifenden Gegnern. Ja, könnte man machen. Erhöht den Schaden durch Überladen von Energie. Brauche ich nicht. Maximiert den Schaden durch das Entfernen von Spannungsobergrenzen für nicht-militärische Märkte vorgeschrieben sind. Ja, nee, finde ich auch. Blockbrecher. Blocken. Ja, gut, das ist mehr. Vielleicht hier noch irgendwie reingehen, noch mehr Kapazität oder sowas, damit ich einfach auch mehr Muni laden kann. Wäre natürlich auch ganz gut. Ändert das Magazin, um Magazin mit hoher Kapazität aufzunehmen? Achso. Wäre vielleicht auch möglich. Oder eine Überlegung wert. Was sind Boomkugeln? Fügt einen Altfeuermodus hinzu, der explodiert Patronen abfeuert. Patronen explodieren mit einer Verzögerung nach dem Aufprall. Ich glaube, die sollte ich auch noch mal reingehen. Aber jetzt haben wir erstmal unsere Upgrades. Oh, habe ich jetzt ein Schild oder was? Jetzt will ich erstmal noch schauen, was hier hinten war, denn hier könnte ja auch noch was gewesen sein. Vorhin haben wir was hier. Ah, jetzt komme ich hier raus. Okay, dann kann ich hier den Schild auch noch mitnehmen. Coolio! Hier wird nichts zurückgelassen, Ladies and Gentlemen. Dann können wir auch noch unseren Revolver upgraden und dann sind wir gut beieinander. Dann glaube ich, dann wird's schön. Aber hier, da hinten leuchtet es noch. Das können wir noch mitnehmen. Das hier können wir noch mitnehmen. Ja, das ist doch, also ganz ehrlich, ich glaube, jetzt sind wir gut aufgestellt. Ich glaube auch, es war sinnvoll, nur auf die Waffen zu gehen, also auf das, was ich wirklich einsetze. Ja, was bringt mir der Rest? Der Rest abzugraden, klar, könnte vielleicht irgendwann mal wichtig werden, aber momentan halt nicht. So, dann hier durch, ab nach unten, rechts rum und dann nochmal kurz verkaufen. Ist zwar ein bisschen doof, dass wir jetzt hier die ganze Zeit hin und her laufen, verkaufen. Warte mal, kann ich da jetzt rein, wenn die Tür zu ist? Nein. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind gut vorbereitet und vielleicht kommen wir dann jetzt mal ohne Sterben durch. So, jetzt nochmal kurz hier ein bisschen aufräumen. Was haben wir denn da? 12 Schuss und... Tschüss. Ich finde auch, nur einmal Leben brauchen wir. Und ich hätte gerne ein größeres Inventar, aber das möchten die mir nicht vergönnen. Die sind ein bisschen knauserig. Dann holen wir uns das hier noch, unser Bärchen. Da können wir eigentlich nochmal Muni verkaufen, und zwar von der Schrotflinte. Und dann noch das zweite Munition, also das Munitionsupgrade für 200 kaufen. Sollte es wirklich jetzt 200 kosten, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sind wir da auch gut auf. Ja, kostet auch 200. Dann verkaufen wir jetzt hier nochmal. Ja, es war schade, aber die 6 Schuss Talker Cow wäre vielleicht sinnvoller gewesen, die Leben zu verkaufen. Aber dann sind wir jetzt komplett gut aufgestellt. Beide Waffen sind top. Wir haben auch noch zum Not Leben. Let's go. Oh ja. Yeah. Jetzt läuft's. Und jetzt würde ich sagen, jetzt kann es auch mal losgehen. Jetzt hatten wir noch nicht so wirklich viel Action. Die Folge ist schon 12 Minuten. Ich würde sagen, jetzt geht's ab. Und jetzt habe ich hier, oh, 10 Schuss. Gut, hier haben wir leider immer noch nur 12 Schuss, aber dieses Schild verwirrt mich. Hätte ich vielleicht lesen sollen, was das macht, aber jetzt geht's hier weiter. Let's go. Das Gute ist, die Folgen gehen jetzt immer ein bisschen länger, somit kann ich hier jetzt auch mal ein bisschen Zeit investieren. Und das Viech hier gefällt mir überhaupt nicht. Das ist kein armes Schwein. Das lebt noch. Ja, ich wollte jetzt eigentlich schon auf das Viech schießen, aber ich hoffe einfach mal, das wird mich nicht nerven. Shoot. Ja. Mutationen bei Gegnern. Okay. Freigelegte Daten. Mutationen. Ah. Ja, okay. Dann werden sie krasser, oder was? Oh. Das sieht so seltsam aus jetzt ohne Kopf. Wo läuft der Arm hin? Okay, freigelegte Tentakel sind deine Warnung, dass der Gegner kurz davor ist, zu einer stärkeren Form zu mutieren. Mutierte Gegner haben mehr Gesundheit und stärkere Angriffe. Schieße auf die freigelegten Tentakel, um den Gegner schnell zu töten. Stampfe auf den Gegner am Boden, um zu verhindern, dass sie weiter mutieren und wieder angreifen. Okay, also muss ich jetzt auf den hier nochmal... Ah ne, der hat sich schon mutiert, aber ich stampfe trotzdem drauf. Auch wegen Loot. Okay, das ist gut zu wissen. Schön, dass die mir das hinterher sagen. Da hätte ich natürlich schon vorher auf die Tentakel geschossen, bevor es mutiert. Okay. Sch
Shoot the Tentacles. Ja gut, das... Ah, jetzt hole ich mir seinen Schüssel. Man könnte ein bisschen sauberer mit den Leichen. Okay, aber letzte Ehre und so. Zumindest zeigen sie es nicht, wie es rausgeschüttet wird. Ah, aber sie zeigen... Ja, gut, egal. Okay, wir haben's. Jetzt muss ich eigentlich wieder zurückgehen, oder nicht? Schüsselcode. Leere Wassertank 6. Jetzt muss ich doch eigentlich wieder da zurückgehen. Vielleicht komme ich hier auch zurück. Na, komme ich sogar. Okay. Gut, dass ich jetzt nicht zurückgelaufen bin. So. Das gefällt mir gar nicht. Wo habe ich jetzt mehr Munition? Wir nehmen dich erstmal. Ups. Sorry, ich habe dich nicht richtig getroffen. Das tut mir leid. Bist du schon mutiert? Einfach weil ich kann. Ah. Oh. Der ist jetzt auch gut. Tja, dein Kollege. Zu deinem Pech kann ich eh spammen. Na komm. Der will nochmal, der hat noch nicht. Ja. Aua. Oh, das hat gesessen. Okay, sorry. Nein, geh weg, ich muss auf deinen Kollegen treten. Oh. Seit wann können die drei Angriffe? Okay, seit wann können die drei Angriffe? Das war jetzt neu. Okay, ich habe es nicht ganz sauber gemacht, deswegen brauche ich jetzt erstmal hier eine kleine Spritze. Oh, das ist ja komplett... Okay, keine Ahnung. Ich hätte jetzt eigentlich das Explosivding nehmen können, daran habe ich aber gerade eben nicht gedacht. Das war jetzt natürlich clever. So, ich habe wieder Muni. Ja, ich bin eigentlich gut aufgehoben. Gut. Ja, ich habe genug Muni, sagen wir so. Zugriff, Gewehr. Okay, also es ist gar nicht mehr so einfach, gerade wenn du gegen mehrere kämpfst, danach dann noch schnell auf die Tentakel zu schießen, das ist nicht einfach. Aber vielleicht kann ich ihn dann weiter angreifen, bis er am Boden ist. Man kann so ein bisschen Zeit sparen. Heißt es nicht so viel wie Achtung, Warnung, Vorsicht. Säuberungsprozess läuft. Was zum... Oh, oh. Oh, oh. Achso, jetzt. Oh nein, hier ist es. Oh fuck. Okay, Bossfight. Kollege, ich kenne dich doch schon. Du warst doch das Kackviech, das mich gerade eben schon mal angesprungen hat. Dann habe ich was Schönes für dich. Extra für dich upgegradet. Oh, das wird jetzt aber schnell. Tja. Super. Gut. Achtung. Gehst du weg? Gehst du weg? Okay, zwei gezielte Schüsse und so ein Viech ist down. Also mit der Schrot. Da hinten ist das andere Viech. Ich nehme jetzt erstmal dich wieder. Ja, wir wollen ja nicht mit einer Waffe komplett umgehen. Wäre ja ungünstig. Platzbärter! Hallo, läufst du gerade weg? Alter, wie schlecht geschossen. Das ist ja fast peinlich. Ja, der denkt sich auch so. Okay, keine... Ja. Hallo, kommst du? Komm, gehst du? Jetzt laufe ich dem Viecher noch hinterher. Ich glaub's ja nicht. Aua! Alter, du hast mich jetzt... Also, das war jetzt schon ein bisschen stressig. Okay, die eine Waffe ist jetzt fast komplett leer. Wir haben jetzt noch... Gut, ja. Ich sollte wirklich mal schauen, dass ich Inventar bekomme. Und jetzt hätte ich auch schon wieder das Ding einsetzen können. Ich glaube, es hat... und wie geht's jetzt weiter? Abschließen.
So, und was jetzt? Achso, dann kann ich jetzt wahrscheinlich an das Terminal. Yep. Okay, und jetzt komme ich darüber dann, oder? Wie ist das jetzt? Perfekt. Okay, also Muni hat sich ziemlich stark dezimiert. Jetzt fühle ich mich wieder wie am Anfang. Okay. Aber, check. Wir haben die Viecher gekillt. Es war jetzt doch kein Bossfight. Es waren sogar 3 Viecher. Klar, das Spiel übertreibt nicht. Neuer Gegner. Erstmal 3 davon. Klar, man soll ja auch Spaß haben. Es soll ja auch interessant bleiben, ne? Dieses Spiel. Aber es macht Spaß. Macht Spaß. Bisschen einseitig, finde ich, da man hier immer so ungefähr die gleichen Gegner hat, gleiches Biom und sowas. Also jetzt nicht mal, was weiß ich, Wüste und dann Eis und... Oh, oh. Und dann Scheiße. Aber ich finde trotzdem das Spiel super. Schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Wäre das jetzt noch, gäbe es jetzt hier noch so ein bisschen so Open World oder sowas, dann wäre es super. Also so freier Kunden, irgendwie Bosse fahren und sowas. Das wäre geil. Das wäre geil. In diesem Stil von dem Spiel. Aber dann halt mehrere Planeten mit dem Raumschiff eben. Gut, man muss jetzt nicht unbedingt mit dem Raumschiff, aber halt mehrere Planeten und sowas, wo man auch ein bisschen freier kunden kann. So. Ne? Das wäre jetzt noch richtig bonus. Okay, wir stinken schon wieder. Er hat sich da lang gedreht, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang. Vielleicht leuchtet da ja was. Weil ich glaube, jetzt können wir auch ein bisschen Muni gebrauchen. Mhm. Oh, Mama. Wir nehmen jetzt erstmal die Waffe. Natürlich erstmal nachladen. Hallo? Nach. Achso, ich habe einen von einem Schuss. Ah, oh, die ist ja doof. Das lohnt sich dann eigentlich fast nicht, aber ich hoffe jetzt, dass entspannte Gegner kommen. Okay. Ich würde gerne so gehen, aber wir sind abnormal langsam. Deswegen laufen wir jetzt einfach hier so ein bisschen. Und achten darauf, ob hier irgendwo was leuchtet oder irgendwo noch ein Seitengang ist. Aber es sieht sehr... Torventil wird geöffnet. Oh oh. Oh oh. Läufst du vielleicht mal? Nein, nein, jetzt muss ich ja noch ausweichen. Ich glaube, es hakt. Zum Glück kann ich nicht schießen oder so. Oh mein Gott, es, ganz ehrlich, wenn das einfach so eine Wasserrutsche, das wäre so cool. Ich würde es mega feiern. Oh mein Gott. Komm schon. Oh oh. Vorsicht, 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 Vorsicht. Wenn du irgendwo gegenrutschst, dann tut mir sehr, sehr leid. Das ist dann... Das liegt dann nicht an mir, gell? Er legt sein Leben in meine Hände. Er muss ein Verrückter sein. Die Hände... Ja, oha. Die Hände eines Psychos. Okay. Aber es ist so cool. Oh mein Gott. Ich hoffe, seine Glatze wird jetzt nicht rasiert. Da ist nicht mehr viel zu rasieren. Oh, das war knapp. Das war jetzt wirklich knapp. Ja. Oh mein Gott, der hat bestimmt Schmerzen, aber es macht einfach Spaß. Ups. Ich glaube, das macht jetzt keinen Spaß mehr. Ich muss wahrscheinlich jetzt die ganze Rutschpartie nochmal machen, aber ganz ehrlich, hat es Spaß gemacht. Das machen wir nochmal. Okay, nicht alles. Endlich mal nicht alles. Okay, ausweichen und nicht. Ja, okay, gut. Das war vielleicht das bisschen... Ich muss mich erst dran gewöhnen. Ich dachte, das Ding ist schneller. Ja, okay, okay, okay. Ich wollte nur, natürlich nur schauen, ob man bei dem hier genauso rasiert wird. Und ja, es sieht ungefähr genauso aus. Ich, das klang vertraut. Okay. So, und jetzt weiß ich hier links vorbei. Und hier rechts vorbei. Jupp, passt. Und ja, oha. Ja, okay. Oh. Ja, wie soll ich um die Kurve rutschen und gleichzeitig den Dingern hier noch ausweichen? Es hackt bei euch. Mein Gott, das ist einfach so cool. Wären jetzt die Dinger hier nicht und wäre das halt schön abgesichert an den Seiten, damit man da jetzt nicht keinen Schiefer holt oder halt so ein bisschen den Arm wegschraubt. Wäre super. Dann würde ich es direkt machen. Ja, okay, das sieht jetzt... Das könnte eher so eine Horrorrutsche sein. Oh, eine Horrorrutsche. Eine Horrorbahnrutsche. Himmel, Herrgott, was bist denn du? Nee, du bist keine Schönheit. Komm, jetzt Quicktime. Stich. Kann ich schießen? Nee, ich kann nicht schießen. Halt dich fest, Kollege! Oh. Oh. Noch. Ja! Spring nicht nochmal zurück. Ich bin so froh, dass man nur E drücken muss, denn sonst wäre das echt überfordern. Meinst du, du willst jetzt nochmal dahinter schwingen? Ich hoffe nicht. Alter, wir haben es geschafft. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben, denn nach unten könnte ich vielleicht auch, aber ich möchte es jetzt nicht herausfinden.
Da komme ich jetzt nicht rein, deswegen einfach mal ab nach oben und irgendwo komme ich schon raus. Will ich mal spontan behaupten. Wir haben überlebt. Also, nachdem wir zweimal gestorben sind. Aber wir haben überlebt. Aber das war mega cool. Ganz ehrlich, der hat einfach den Sinn für Humor verloren. Und aber jetzt ein paar Mal verreckt ist. Wie? Ich hasse diesen Scheißort. Ich dachte jetzt schon, der hat seine Zunge rausgespuckt. Aber hey, er muss wirklich zugeben, das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Das hat das also ohne Paddel. Errungenschaft. Coolio. Also, ich bin happy. Ich bin happy. Okay. Das hier sieht wieder aus nach so einem Belohnungsraum so ungefähr. Na, du hast es überstanden, jetzt hol dir dein Loot. Deswegen hier gut umschauen. Und ich glaube, er braucht jetzt auch erstmal eine kurze Pause, bevor es jetzt gleich nochmal hier in die Tür reingeht. Ich hoffe, dass hier nirgendwo eine zweite Tür ist. Aber es sieht so aus, als ob da hinten noch Loot wäre. Ich kenne es. Nee. Na gut, dann gehe ich hier nochmal runter, gehe hier nochmal hoch. Da kannst du auch schneller durchgehen. So, bupp. Und bupp. Ja, ich mag so Looträume. Das ist doch immer schön. Na, da wollte ich gar nicht runter, aber ich glaube, da hinten ist auch nichts mehr. Okay, dann geht's jetzt weiter. Er lebt noch. Also, er kann, es hätte ihn noch schlimmer treffen können. Money, nice one. Wie viel haben wir jetzt von allem? Gut, wir nehmen trotzdem noch den Revolver. Nein, dich wollte ich jetzt nicht. Okay, ist nur ein kleiner. Sind nur zwei kleine. Nicht wundern, ich habe den jetzt so oft angeschossen. Einfach nur, damit ich dem jetzt mal... schon mal ein bisschen Damage mache, um ihn jetzt gleich auszuklammern. Er mutiert da hinten und das ist gar nicht gut. Das Problem, was ich habe mit dem Draufschießen auf die Tentakel, ist einfach das, aber... Ich sollte nicht so weit nach vorne gehen. Und ich bin tot. Nein, mein Problem, was ich habe mit dem auf die Tentakel schießen, er zoomt ja immer so ein bisschen. Gerade wenn du jetzt mit anderen im Fight bist, er zoomt ja auch so ein bisschen. Und das ist dann gar nicht mehr so einfach, auf den Shit zu schießen. Und halt... Ich kann den ganzen Loot nochmal einsammeln. Ich hole jetzt gleich die Shotgun. Und ich werde auf diese Tentakel schießen. Aber vorher... hole ich mir mein Loot. So, schon mal auswählen. Dann ja, das ist nämlich gar nicht mehr so einfach. Wenn du gerade in diesem Fight bist mit diesem anderen Chuck, mit einem Chaco und der andere steht da, hat seinen Bauch offen und mutiert sich gerade. Ja, viel Spaß dann mal da drauf zu schießen. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also, gut, wahrscheinlich schon. Ich habe es jetzt auch gerade eben nicht versucht. Wahrscheinlich muss man halt dann zielen, manuell rüber. Na, dann wäre es schon möglich, aber... Gut, wenn man jetzt auch keine Muni mehr hat, ist schwierig. Und dann Zweierfight ist gar nicht mehr so einfach. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid, jetzt weiß ich, was hier abgeht. Komm her. Hab ich keine Muni? Vielleicht. Aua. Das kann nicht wahr sein, weil ich zweimal geschlagen habe, obwohl... Nicht wahr sein, ey. Ich habe zweimal geschlagen und da auch geschlagen und er macht halt mehr Damage als ich. Mir hat der Loot sowieso nicht gefallen, den ich da gerade bekommen habe. Ich hole jetzt nur die beiden und den anderen. Da schaue ich gar nicht hin, was da ist. Das ist mir jetzt gerade egal. Ah, vielleicht war das Pistol... Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Komm raus, du Kollege.
keine Lust mehr. Oh oh. Er hat auch keine Lust mehr. Nein! Weil ich auf den einen nicht drauf treten konnte oder nicht drauf geschossen habe. Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt mache ich doch etwas schon mit den Waffen, damit es leicht geht und schnell. Okay. Jetzt töten, nochmal drauf schießen. So, der hier, Loot, ist tot. Ist hier Loot? Ja! Wo kommst du her? So, einen kann ich ja fertig machen, auch wenn er mutiert ist. Auch wenn ich... Ich habe leider keine Muni gerade in der Waffe, die ich ausgerüstet habe. Aber ich denke, auch so sollte es funktionieren. Bleib liegen, verdammt! Jetzt ist mir gerade echt ein bisschen die Hutschen geplatzt. Aber wir haben es. Ey, das war jetzt auf jeden Fall... Es hätte nicht so schwer sein müssen. Jetzt mal Real Talk. Da habe ich mir auch sehr, sehr doof angestellt. Muss man leider sagen, da, Ladies and Gentlemen, I'm sorry. Da habe ich mich wirklich doof angestellt. Aber Himmel, Herrgott. Was zum Henker war das so? Da komme ich rein. Da unten geht's weiter. Habitatkugel. Da muss ich hin. Ich schaue jetzt erstmal hier rein, und zwar in Wartung. Hier kann ich hacken. Da schauen wir jetzt noch rein. Oh yeah. Das habe ich mir jetzt verdient. Ah, das war doch gar nicht mal so viel. Ich dachte, das wäre mehr. Ich möchte mich nicht beschweren, so ist nicht, nein, aber ich dachte, das wäre mehr. Ah, wobei, da hätten wir auch noch was. Ja, doch, es geht langsam in die richtige Richtung. Ich fühle mich... Es wird. Ja, doch, es wird. Wo bin ich hier? Ich weiß nicht, ob mir so gefällt, wo ich hier bin. Hier komme ich, kann ich wahrscheinlich irgendwo durchkriechen dann. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das Ding... Da komme ich nicht durch. Dann krabbeln wir mal hier durch. Da hinten war die Habitatkugel. Da müssen wir hin. Main Quest. Da müssen wir zu 100% hin. Bedeutet, hier geht es nicht weiter. Hier könnte Lootraum sein. Hier könnte Burger Shop sein. Deswegen gehe ich da jetzt durch. Und das könnte wirklich sein, dass hier wieder so ein Burgerladen ist. Und auf der anderen Seite komme ich dann durch die Tür, die ja jetzt gerade verschlossen war. Schauen wir mal. Oder ich komme jetzt irgendwo hin, wo ich nicht mehr zurückkomme. Und das wäre natürlich dann sehr, sehr doof. Das rote Licht gefällt mir gar nicht. Und es sieht so aus, als ob ich hier nicht mehr zurückkomme, weil es zu hoch ist. Ja, so sieht das aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber irgendwie muss ich ja dann auch wieder zurückkommen. So ist ja nicht. Ich muss ja zu dieser Habitatkugel. Ich denke nur, ich habe hier vielleicht einen Weg gewählt, der jetzt nicht ganz so vorteilhaft war. Wir gehen erstmal hier oben. Wieso gehe ich hier hin? Wieso nicht einfach zur Habitatkugel und das hier einfach aus den Augen, aus den Sinn? Nö, das wäre viel zu einfach. Ah, ich dachte, das könnte man auch noch kaputt machen. Okay, aber wir kriegen hier nochmal ein bisschen Loot. Das ist das Mindeste, nachdem wir jetzt nochmal 17 Mal verreckt sind. Weil ich einfach komplett Brain AFK gewesen bin. Aber hey, sowas kann auch mal sein. Auch in Psycho ist mein Brain AFK. Und jetzt gehe ich hier runter und hoffe, dass ich hier irgendwo rauskomme, wo ich...
Nicht, dass es hier jetzt so ein Secret Boss-Raum ist. Verschwind was? Oh Mann. Wo bin ich hier? Da geht's rein. Ich glaube, ich will hier gar nicht rein. Wo bin ich hier zum Teufel? Oh oh, ist das nicht so ein Kotzer? Ich weiß, ja, okay, das war ein Nest. Okay. Wo zum... Da hinten gab es noch einen Weg, ne? Ach, kacke. Auf der einen Seite ist jetzt gerade der Loot Goblin in mir, der mir sagt, geh da in die andere Richtung. Auf der anderen Seite will ich jetzt auch schauen, wo es hier rausgeht. Ah, du Kacke! Okay. Ganz ehrlich, hier geht's weiter. Oder wieder zurück. Oder was auch immer. Nö. Nö. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Dieses Kackviech, das ist jetzt unsere letzte. Das letzte auf unserem Zettel für heute. Wir gehen da runter und machen Genozid an seiner Familie. An der Familie von diesem Halswurm-Dingens. Vielleicht sind hier unten noch mehr von ihm. Bei dem anderen Weg. Die werden jetzt ausgerottet. Die hatten ein schönes, langes Leben. Keine Ahnung, wie lange jetzt hier dieser Pilz ist. Aber die können mich jetzt mal. Wenn da hinten noch so ein Viech ist, wird das jetzt erstmal ausradiert. Falls es da überhaupt lang geht. Aber es sieht so aus, als ob es hier lang geht. So. Wir schauen jetzt, was hier ist. Als Krausenviech auf Basse. Wow. Ich hätte hier direkt hingehen sollen. Hätte ich mir sparen können, wieder zurückzugehen. Aber ist okay. Es ist okay. Haben wir das auch noch mitgenommen? Die Leben, die haben wir gebraucht. Wobei, die haben wir jetzt im Nachhinein wirklich gebraucht. Aber ich weiß nicht, welcher kranke Sack sich das hier ausgedacht hat, dass sie so... Dass sowas existiert überhaupt. Wer kommt auf so eine Idee? Schaut euch mal das hier an. Ja, wie können wir das Spiel designen? So neben... Nebenzweig, wo man nie lang gehen wird. Wie können wir den designen? Ja, einfach mal so. Machst du einfach alles rot mit bisschen Gedärme, bisschen Blut, mit bisschen Eingeweiden. Hängst noch diese Viecher an die Decken und ja, sieht dann schön aus. Ja. Was haben wir da noch drin? Schön. Nee. Warte mal, was bist du? Leben. Leben brauche ich nicht. Warte mal, habe ich irgendwas dabei, was ich gar nicht brauche? Komm, das können wir jetzt mal nutzen. Gut, können wir vielleicht doch nicht nutzen. Aber das hier, da brauche ich dann natürlich nicht und dann nehme ich lieber die Leben mit. So, bumm, habe ich mitgenommen, Wunderbällchen. Hilft den Viechern nicht auch noch, kacklich. Ist es jetzt putt? Es ist wirklich putt. Okay, krass. So. Und jetzt geht's hier wieder zurück. Okay, das hat sich gelohnt, würde ich sogar sagen. Wenn jetzt hier keine Viecher kommen. Wenn jetzt hier Viecher kommen, ich meine ganze Muni und alles wieder verballert, dann hat sich's nicht gelohnt. Aber bis jetzt hat es sich gelohnt. Okay. Und hier haben wir es geschafft. Hier mussten wir hin. Alter Vater. Ja, finde ich auch. Ist so cool, oder? Okay, wenn ich das hier höre, gar nicht cool. Aber Ladies and Gentlemen, schaut es euch an. Ich hatte die Befürchtung, dass ich hier wieder einiges neu machen muss, denn die Speicherpunkte in diesem Spiel sind sehr, sehr seltsam. Aber ich hoffe, euch hat das bis zu dieser Stelle hier gefallen, Ladies and Gentlemen. Das war's für heute. Knapp 40 Minuten. Aber, wie gesagt, ein bisschen länger. Und damit wir auch auf jeden Fall noch durchkommen, bis Dead Space rauskommt. Denn sonst wüsste ich nicht, wie ich zwei Projekte um 14 Uhr bringen soll. Es wird ein bisschen knapp. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, euch sagen auch die längeren Folgen zu. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.